Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XP Foundations. Ja, das Egosoft Forum funktioniert wieder. Ich habe mir jetzt die Foundations of Conquest and Warmoth heruntergeladen, kurz genannt FOCV. Ja, sie bringt halt ein paar neue Jobs hinzu, bessere NPCs, mehr Kampf und Actions, Waffen und Schiffe, Balancing und. Und ja, die Teleportation War Mod habe ich mir mal die XML-Datei angeschaut von den Factions, also von den Piraten und der Meli-Piraten. Und ja, nee, für mich nicht mehr. Also es ist nicht böse gemeint, aber ich sag mal, wenn zwei neue Fraktionen nur dabei sind, für mich zu ärgern, nee, muss nicht sein. Ich wollte sie noch umschreiben, aber da habe ich doch irgendwie keine Lust gehabt, das ja weiterzumachen, weil ich weiß ja nicht, ob es dann funktioniert hätte. Ja, wie gesagt, das Ganze probierte der Dead aus. Und ja, bin mal gespannt, ob Dead dann dementsprechend noch ein Video dazu macht, wie er seine Einstellung hat. Und dann werde ich mal die Teleportation War Mod weiterspielen. So, aber wie gesagt, da wir jetzt da erstmal mit der Foundations of Conquest in Warmoth spielen, müssen wir leider ein neues Spiel starten. Es bleibt halt leider nichts anderes übrig, aber wir, oder beziehungsweise ich würde sagen, wir fangen wieder mal mit diesem Spielstand an. Wie gesagt, es bleibt halt leider nicht aus, weil die Mod benötigt ja ein neues Spiel, das sie dementsprechend sich ausfaltet und das dann auch dementsprechend alles wiederum funktioniert. Ja. Ich habe jetzt also keine Ahnung, was mich jetzt alles großartig erwartet. Wie gesagt, alles selber erkunden, beziehungsweise mal feststellen, was sich dort großartig geändert hat. So wie ich das auch mal im Forum gelesen habe, gibt es eine Möglichkeit, dass die Schiffe eine schnellere Regeneration der Hülle haben, also Schiffe der Klasse L und XL-Klassen. Die regenerieren sich etwas schneller von den Schilden her. Ansonsten müsste ich mir mal die ganzen Changelogs anschauen, was er dort noch alles hinzugefügt hat. Wie gesagt, die Mod hat zurzeit 92 Kilobytes zum Herunterladen. Ich versuche mal, wenn ich jetzt noch dran denke, später, wenn ich das Video hochlade, dass ich auch den Link zum Forum mit reinstelle. Ansonsten, wenn ich es vergesse, einfach mal im Forum nachschauen, im englischen Bereich unter X4 Foundations Mods und irgendwo entweder am Anfang oder ziemlich in der Mitte, dort wo, sage ich mal, die meisten Seiten stehen. Ich glaube, wie ich sie vorhin heruntergeladen habe, hat dieser Fluid schon etwa 72 oder 73 Seiten. Einfach dort mal nachschauen, dort könnt ihr das per Dropbox herunterladen und könnt dann dementsprechend selber teilhaben. So, gut. Wir sind hier mit unserem kleinen Schiffchen hier. Wie gesagt, ich weiß jetzt ja nicht, ob ich jetzt dementsprechend die Mod in Englisch spielen muss oder ob auch Deutsch ebenfalls geht. Im schlimmsten Fall muss ich dort wirklich auf Englisch stellen. Ich weiß es selber nicht. Wir schauen mal ganz kurz nach. Ja, Schiff, Modifikation, gibt es noch nichts. Reparatur und Laser. Fraktionen und Beziehungen. Also von den Fraktionen her gibt es hier zurzeit noch nichts. Wie gesagt, ich bin auch dementsprechend jetzt mal gespannt, wie sich die NPCs verhalten. Ob die jetzt ein bisschen intelligenter sind mit dem Fliegen. Mal schauen. Ja, es ist, sage ich mal, dem einen oder anderen Aufklärung von Xenon in Matrix 451 erhöht. Aha. Okay. Das ist mir jetzt, glaube ich, neu. Das kam jetzt, glaube ich, schon nichts. Diese komische, sage ich mal, Kriegserklärung oder beziehungsweise diesen Bericht. Wir machen mal, wie gehabt, unsere kleine Runde. Da ist ein Beschleuniger. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es hier auch neue Sektoren gibt. Wie gesagt, ich habe mir die Changelog
nicht angeschaut. Es gibt halt manche Sachen, dort lasse ich mich echt überraschen. Ich will mich da nicht zu sehr spoilern in manchen Sachen, weil das möchte ich schon gerne selber alles herausfinden, weil das ist ja für mich der persönliche Anreiz, ja. Wenn ich was, eine Mod spiele, was eventuell was verändert worden ist, sage ich das selber entdecke, cool finde. Wie gesagt, es gibt halt dementsprechend neue Jobs, Piloten gesucht. Wie gesagt, welche Jobs es jetzt halt dort gibt, das weiß ich jetzt leider nicht. Hier sind ein paar Xenons. Die Kriege sollen auch dementsprechend viel mehr sein. Ich versuche auch mal wieder den Sprungantrieb wieder zu bekommen. Auf die Schnelle. Weil das hat ja bei der letzten Folge gut geklappt. Den hatte ich ja relativ zügig gehabt. Nach etwa 45 Minuten, Pi mal Daumen. Und dort würde sich dann eher das System, hat ja quasi Entscheidungen, lohnen. Preisloses Kunstwerk gestohlen. Waren das Drohnen? Habe ich da was gelesen mit Xenodrohnen? Ich war mir jetzt nicht so sicher gewesen, aber. Keine Ahnung. Marinesoldat gesucht, okay. So, dann sind wir erstmal hier. Na, keine Xenons hier zurzeit vorhanden. Das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir locken sie mal an. Die Xenons. Auch wenn ich nur mit einem billigen Schiff unterwegs bin. Zur Not werde ich dann offscreen mal schauen, dass ich dort dann den Sinza bekomme. Uiuiuiui, ja, die Xenons sind ein bisschen böse auf mich. Tschüss. Raumfliegeneier und Fernzünder bekommen, okay. Wie gesagt, ich muss erstmal hier weg von dem Tor. Ja, die Schilde laden sich langsamer auf. Als standardgemäß kann es sein. So, wir greifen mal hier dieses kleine Xenon-Schiffchen an. Sie ist auch dementsprechend jetzt ein bisschen. Kann es sein, dass die jetzt besser zielt? Ich bin mir nicht sicher. Ah, die haut ab. Ja, hier, die Schilde regenerieren sich wesentlich schneller als vorher. Oh, what? Du schießt aus wie viel Kilometer Entfernung? Habe ich das gelesen mit 6 Kilometer Entfernung, dass sie mich noch getroffen hat? Respekt. Mein kleiner Freund. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du aus 6 Kilometer Entfernung noch schießt. Sie regeneriert sich. Jetzt ist sie weg. Programmierbare Feldmatrix, okay. Da ist eine N. Also, dass die aus so einer Entfernung schießt. Wow. Einfache Waffenkammer. Muss ich mal nachschauen. Da bin ich jetzt echt verblüfft. Drücke H, ja, leeren. Enzyklopädie und zwar Ausrüstung, Waffen. Was? Steuerdüsen, Militär, Waffen, da sind sie doch. Pulslaser, MK1. Effektive Reichweite, 6 Kilometer. Projektilgeschwindigkeit, 10.000 Meter pro Sekunde. Feuerrate, 1,67 pro Sekunde. Waffenleistung, 40 Megawatt. Okay. Ich glaube, die Projektilgeschwindigkeit, 10.000 Meter pro Sekunde, ist jetzt dann neu. Und auch die effektive Reichweite von 6 Kilometer. Okay, deswegen hat sie mich auch noch so weit getroffen. Das bedeutet dann in diesem Sinne, ja.
dass ich jetzt mehr Abstand einhalten muss. Okay, das ist nicht schlecht. Aber das wird mir leider nicht weiterhelfen, denn ich brauche jetzt dementsprechend auch ein besseres Schiff. Wie gesagt, die 220.000, die würden mir nicht reichen. Ich würde dann am liebsten wieder mit einer... Nicht blinzeln. Was ist denn das für eine Mission? Nicht blinzeln. Fortgeschrittene Elektronikkomponente. Okay, zerstöre. Okay, das ist... Das nicht blinzeln. Ruhiges Finger, gestohlenes Familienerbstück. Rückkehr zur Normalität und Xenon. Okay, hier sind jetzt da definitiv mehrere Missionen. Also mehr Missionen als vorher jetzt dort oben. Nirvana 86. Was haben wir hier? Waren benötigt. Was mich auch verwundert hat, beim Dads in der letzten Folge, mein Schiff hat mich zurückgelassen, er hat eine Mission bekommen mit seltenen Gewürzen gesucht. Wie gesagt, das habe ich ja hier bei mir vermisst. In den ganzen Missionen, wo ich hier so entdeckt habe, Torwache. Stelle auf, ein Satellit in der Zielposition, okay. So, wir haben gleich unsere Runde fertig gemacht. Wir fliegen mal dort hinten hin. Ansonsten kümmere ich mich darum, ich speichere mal ganz kurz ab. Ansonsten kümmere ich mich darum, dass ich offscreen das mache, also mit dem Sensor, dass ich den irgendwie bekomme. Und ich werde heute leider nur eine Folge aufnehmen. Also jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist es 10 Uhr, also kurz vor 10 abends. Und ja, bin halt dementsprechend etwas spät heute nach Hause gekommen von der Arbeit. Hab dann auch was anderes erledigt und ja, hab dann auch dementsprechend wieder ganz vergessen, eine Folge aufzunehmen. Und jetzt versuche ich jetzt noch eine Folge aufzunehmen für heute. Das, ja, die einzige, sage ich mal, leider. Ich werde die zweite Folge heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, da ich wieder um 4 Uhr muss aufstehen. Also, naja, gerade mal 6 Stunden Schlaf. Gut, wie gesagt, aber dann versuche ich das morgen, beziehungsweise übermorgen, versuche ich dann den Sensor zu bekommen, dass das Ganze mal ein bisschen schneller vonstatten geht. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Container, und zwar modularer Abzug. Den willst du nicht aufheben. Doch, modularer Abzug. Oh. Ansonsten kommt hier nichts durch. Okay. Kann es sein, dass es auch hier mehr Stationen gibt? Kann es sein, dass es hier mehr Stationen gibt als normal? Da ist eine P. Ne? Schwarmwächter? Mal schauen, was mich jetzt alles erwartet hier. Mit der Foundations of War Mod. So. Gott, hier. Schon wieder 14 Minuten aufgenommen. So. Oh, holy shit, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Sicherheitscontainer, ein Argon Elite, Cerberus, Fernzünder. Also das heißt, hier sind schon, da haben Paraniden und Argonen, haben dort ein kleines Kämpchen geliefert. Da muss ich mir gleich mal nachschauen bei den Beziehungen. Wie die einzelnen Fraktionen so sich, wie sie zurzeit sind. Programmierbare Feldmatrix. Sicherheitscontainer.
Interface-Einheit. Argon Elite. Gerade mal nachschauen mit den Verbündeten, also beziehungsweise mit den Fraktionenbeziehungen. Ja, wo kann man das nachlesen? War das bei der Enzyklopädie? Fraktionen, Akonische Föderation? Okay, verbündet mit Feinde. Heiliger Orden des Pontifex, Kahak, Pakt von Grüne Schippe und Xenons. Bündnis der Worte, Kahak und Xenons. Okay, Freie Liga, Kahak und Xenons. Verbündete keine. Gottesreich, Heiliger Orden des Pontifex, Heiliger Orden gegen alle, wie es aussieht. Kahak, sowieso gegen alle. Pakt von alle. Heiliger Orden, Teladi Finanzministerium, Teladi Unternehmen und die Kahak. Xenons. Och du Scheiße, was ist denn hier los? Oh holy shit, was kommt denn hier alles angeflogen? HOP. Kommt denn hier alles reingeflogen? Mein Gott. So, okay. Also hier ist schon einiges wieder unterwegs. Ja, gut, okay. 34 FPS, 39 FPS, 44 FPS. Wird Zeit, dass ich hier wegkomme. Nein, ich komme nicht vorbei. Gut, dann kommen wir wieder hier zurück zu Frommer Nebel. Und dann fliegen wir wieder nochmal hier oben hin zu Hattikwas Entscheidung. Wir springen dann hier raus. Autopilot aktivieren. Mal schauen, ob dann dementsprechend Autopilot hier aktiv ist. Beziehungsweise intelligenter. Das wäre doch gelacht, wenn es wirklich so wäre. Und ja, dann werde ich mich erstmal oben dort ausharren und versuche mal die Teile zu bekommen. Terraformer Excavator Squadron P. Okay. Okay. Alchemy 4. Okay, die Xenos haben, glaube ich, neue Schiffe. Will jetzt auch nicht Falsches sagen. Privateer, Kark-Überfall. Ups. Ja, seltene Gewürze. Mein Schiff hat mich zurückgelassen. Hier ist auch wieder einiges los. Teladi, Sunsnake, Ei. Ansonsten. Es gibt hier schon genügend Missionen, mein lieber Scholli. Torwache, Piloten gesucht, Warnzeichen. Ich habe doch den Autopiloten eingeschaltet oder hat er sich wieder deaktiviert? Oder hat er sich wieder deaktiviert, der Autopilot? Seltsam. Na ja, gut, das hier kann man wieder deaktivieren. Ja, Terraformer, Drohne. Ja, weg ist sie. Gibt es hier auch andere Schiffe noch zu entdecken? Wie gesagt, das. Also neue Schiffe kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen, sondern eher nur die Namen. Weil, wenn es neue Schiffe gäbe, wäre ja die Mod dementsprechend etwas größer als gedacht. Gut, dann würde ich dann mal sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denn. Tschüss.